bin ich denn Ihren Chef, den Herrn Denning? Immer geradeaus zum Gewächshaus. Danke. Komm, hopp. Hopp. Herr Denning? Schöne stickt nicht, wa? Ich sammle Kutschen. Ein teures Hobby, kann ich Ihnen sagen. Rombach, Forstdienststelle Falkenau. Ach ja, Sie sind Herr Rombach, natürlich. Sie warten immer noch auf Ihre Lieferung, stimmt's? Warten ist gut. Wissen Sie, seit wann Sie mit dieser Lieferung überfällig sind? Nein, weiß ich nicht, aber Sie werden es mir bestimmt gleich sagen. Allerdings. Hier seit 4 Wochen. Ich telefoniere mir die Finger wund, aber Sie sind ja nie zu erreichen. Tut mir leid, aber wir sind hier in einer extrem heißen Phase. Ihre Phasen interessieren mich nicht. Sie haben mir hier verbindlich die pünktliche Lieferung von 1000 Jungeichen zugesagt. 1000 Stück haben wir gesagt, ja, ich weiß. Ja. Herr Denning, Sie wissen ganz genau, ich bin nur auf Empfehlung meines Forstamtsleiters zu Ihnen gekommen. Ja, und weil wir extrem billig sind, nehme ich an. Ja, das auch, ja. Also, was ist jetzt mit meinen Pflanzen? Das haben wir gleich, einen Moment. Seit wann haben Sie das denn? Warum? Ja, Sie waren doch nie zu erreichen. Sandra, was macht eigentlich die Lieferung für Falkenau? Was? Ja, macht denen gefälligst Feuer unterm Hintern, Herrgott nochmal. Übermorgen Nachmittag kommt Ihre Lieferung. Übermorgen Nachmittag? Ganz bestimmt, so gegen 14 Uhr. Und mit meiner Sekretärin rede ich noch. Hab gar nicht gewusst, dass Sie so oft angerufen haben. Naja, schon gut. Hauptsache, die Pflanzen sind übermorgen wirklich da. Sind sie? Hoffentlich. Wiederschauen. Wiederschauen. Holger, komm schleunigst ins Büro. Ich habe mit dir was zu besprechen. Hertha! Ja, was? Hertha, ich kann das Ding nicht halten! Nicht fallen lassen, bitte. Nicht fallen lassen, nein! Oh, Moment! Ich helfe. So. Danke, Victor. Oh, das war aber wirklich in letzter Sekunde. Gern geschehen. Als Geschäftsmann kann ich doch nicht zusehen, wie hier wertvolles Kapital vernichtet wird. Als du noch Wurzelmännchen geschnitzt hast, das war mir doch wesentlich lieber, Hörterlein. Oh, Vinzenz. Hertha, ich habe mir vorhin mal Ihre Geschäftsunterlagen angesehen. Ja, ja, ich weiß schon, von Buchhaltung habe ich keine Ahnung, aber ich gebe mir immerhin Mühe, irgendwie Ordnung in die Sache zu bringen. Also, wenn ich mir Ihre oder besser gesagt unsere Geschäftsentwicklung so ansehe, das ist kein Hobby mehr. Wem sagen Sie das? Wenn wir unseren Laden professionell aufziehen wollen, dann brauchen wir einen professionellen Buchhalter und einen Steuerberater. Wie leicht geht etwas schief? Und wir kriegen Schwierigkeiten mit dem Finanzamt. Aber wieso denn? Ich rechne doch immer alles ganz korrekt ab. Das glaube ich Ihnen gern, aber ab einer gewissen Größenordnung reicht es eben nicht mehr, wenn man die Unterlagen in einem Schuhkarton aufbewahrt. Also, ich werde mal ein wenig Systematik in Ihre Papiere bringen, computermäßig. Ja? Ach, das wäre furchtbar nett, Victor. Vielleicht könnte ich ja auch Vinzenz in die Materie einarbeiten. Nein, über meine Leiche. Ich habe zwar so manches Talent, aber der Umgang mit Zahlen gehört nicht dazu. Victor, meinen Sie nicht, dass ich vielleicht mal einen Computerlehrgang mitmachen sollte? Aber Hertha, nichts gegen einzuwenden. Vorerst machen wir aber eine Generalinventur. Und dann kümmern wir uns um einen Laden in einer guten Lage. Ich bin sowieso die nächsten Tage auf Bernried, da helfe ich Ihnen gern dabei. Kommt denn dann Beate auch wieder mal auf Besuch? Ich das wüsste. Versprochen hat sie es aber. Ob sie es arrangieren lässt? Ich habe allerdings eine Bedingung, Hertha, was mein verstärktes Engagement für den Laden betrifft. Ja, und zwar? Sie müssten sich schon mit den köstlichen Specknödeln revanchieren, die ich das letzte Mal bei Ihnen probieren durfte. Tja, ich bin ja jetzt Geschäftsfrau und da bin ich sehr eingespannt. Aber ich denke, es wird sich schon arrangieren lassen. Ja.
Was machst du denn hier? Ach, ja, ich habe meinen Flug von Lanzarote extra so gelegt, dass ich die kleine zukünftige Mama von ihrem Amerika-Trip abholen kann. Schön, dass du auch da bist, Martin. Da sind sie ja schon. Hallo, Andrea. Hallo, ihr hier. Hallo, Martin. Hallo. Na? Schön, danke. Grüß dich. Gut schaust du aus. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass du Zeit hast, uns abzuholen. Ach du, ich hatte gerade auf dem Ministerium zu tun. Und wenn meine kleine Große zurückkommt über den großen Teich, dann habe ich natürlich Zeit. Na, wie war's denn in den Staaten? Habt ihr euch gut erholt? Großartig war's. Vor allen Dingen Las Vegas hat uns sehr gut gefallen. Ach, am tollsten war der Grand Canyon. So was Beeindruckendes habe ich noch nie gesehen. Und dein Baby? Hat sie mir auch gefallen? Klar, bestens. Ja, was ist denn mit eurer Hochzeit? Habt ihr schon einen Termin? Wir haben uns darüber noch nicht einig werden können. Das fängt ja gut an. Wenn ihr euch noch nicht einmal über den Hochzeitstermin einig werden könnt. Ach du, das ist gar nicht so einfach. Wir üben noch. Aber ihr kommt doch beide mit nach Güdlach. Leider nein. Ich muss schnell nach Hause und dringend in die Uni. Ich muss in unsere Wohnung ein paar Sachen holen. Ach, das passt aber gut. Ich muss auch hin. Schade. Ich habe gedacht, wir könnten heute Abend schön zusammensitzen. Ein bisschen über eure Zukunft reden. Und über Amerika natürlich. Mir tut's auch leid. Aber ich komme morgen nach Falkenau. Dann holen wir das nachher. Versprochen. Vielen Dank fürs Mitnehmen. Sagst du es deinem Vater? Ich werde es versuchen, aber es fällt mir verdammt schwer. Soll ich es ihm sagen? Nein, um Gottes Willen, das muss ich schon selber tun. Ich weiß nur noch nicht wie. Er wird dich schon nicht auffressen. Das hat Papa früher auch immer gesagt, wenn ich was angestellt hatte und mich nicht traute, es zuzugeben. Bis bald. Tschüss. Ich bin richtig froh, dass ihr beiden euch so gut versteht. Jetzt siehst du aber müde aus. Bin ich auch. Das Einzige, was mir noch fehlt, ist eine volle Badewanne mit Schaum und danach 20 Stunden durchschlafen. Das kriegst du auch. Ich lasse gleich das Wasser rein. Dann packen wir dich sofort ins Bett, ja? Wenn wir dich überhaupt noch in die Wohnung bringen können. So. Und? Ah, herrlich, Inge. Du hast mir das Leben gerettet. Ich muss dir nämlich was beichten. Ich hab's mir gedacht. Hat das was mit Tobias zu tun? Ich glaube, Tobias und ich haben in Las Vegas einen Riesenfehler gemacht. Den wird uns Papa nicht verzeihen. Solange ihr nicht ein Vermögen verspielt habt. Ihr habt doch nicht ein Vermögen verspielt? Nein. Viel schlimmer. Sag bloß. Und Papa weiß noch nichts davon. Ja, Victor, was machst du denn hier draußen? Tag, Martin. Ich muss mit dir reden. Ja, also wenn es dir nicht stört, dass ich hier nebenbei versuche, meinen Job zu machen. Nein, nein. Lass dich nur nicht aufhalten. Es ist nur so, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Also,
Du bist der Einzige, mit dem ich darüber reden kann. Ist was mit Beate? Ja. Wo ist sie denn zurzeit? Ist sie in Abu Dhabi oder in Manila? Moment mal, was haben wir heute? Heute mal Dienstag, da ist sie in Kuala Lumpur. Und morgen? Morgen ist sie in Hongkong, ja. Ist ja eine schöne Beziehung. Da seid ihr frisch verliebt und die Frau ist immer auf Achse. Was willst du machen? Was ist der Lauf der Zeit? Ich habe einen Beruf, in dem ich, wenn es hochkommt, 4-mal im Monat mein Bett sehe. Bei Beate ist es nicht anders. Auf der anderen Seite, das hält die Liebe jung. Ja. Wenn ihr euch überhaupt mal seht. Wenn. Ich hasse dieses Ding. Warum benutzt du es dann? Warum hat der Wald Bäume? Fabricius? Beate! Ohne so ein Handy wäre eine moderne Beziehung überhaupt nicht mehr möglich. Du solltest dir auch so ein Ding anschaffen. Könntest du ab und zu mit der Apotheke telefonieren. Ja, das mache ich genau an dem Tag, wenn du dir gescheite Schuhe anziehst. Wenn du mich im Revier besuchst. Übrigens, Beate lässt dich ganz herzlich grüßen. Danke. Und sie ist auch der Grund, also, ich bräuchte mal deinen Rat. Ich trage mich nämlich mit dem Gedanken, erneut zu heiraten. Gratuliere. Aber da war doch noch was. Ja, ich weiß auch, dass ich noch nicht geschieden bin. Ich wollte nur mal prinzipiell wissen, wie das ist, wenn man erneut heiratet. Oder ob es besser ist, ohne Trauschein zu leben? Otto, ich habe keine Heirat bereut. Und wenn ich jetzt mit Susanna so zusammenlebe, dann hat es Gründe. Aber wir fühlen uns jedenfalls sehr wohl dabei. Aber wann willst du eigentlich heiraten? Du hast ja nicht einmal Zeit, dich scheiden zu lassen. Es ist schon nach 2. Was mit dem Chef? Der hat heute Nachmittag keine Zeit. Der hat ein wichtiges Gespräch mit dem Forstamtsleiter. Was du ihm alles weißt? Gut informiert sein ist die halbe Miete, wenn man auf dem Laufenden sein will. Ah, da schau, da kommen wir's ja. Servus. Grüß Gott. Servus. Sind wir da richtig? Ja, freilich. Ja. Aber die Pflanzen müssen wir uns erst einmal anschauen. Aber sicher. Bitte, bedienen Sie sich. Die Firma Denning hat nichts zu verbergen. Na gut, dann schauen wir einmal. So. Ja, die Pflanzen scheinen in Ordnung zu sein. Na, sag ich doch. Also, wohin damit? Ja, am besten gleich da. Ja, herein. Wilke, grüß Gott, was ist denn mit Ihnen passiert? Grüß Gott, Herr Rombach, nichts Ernstes, aber darauf komme ich später noch gezwungenermaßen zurück. Sie haben Probleme mit der Firma Denning. Ja, aber ich hoffe, dass es heute ausgestanden, wenn auch mit erheblicher Verzögerung. Ja, Herr Rombach, es ist ein Kreuz mit den Lieferanten, besonders dann, wenn sie konkurrenzlos billig anbieten. Ja, ich weiß. Deshalb wollte ich mir ja auch die jungen Eichen ganz genau ansehen, bevor sie gepflanzt werden. Mir leid, dass ich Sie gerade jetzt hierher gebeten habe, Herr Rombach. Aber ich denke, Sie können sich auf Ihre Waldarbeiter verlassen. Natürlich, selbstverständlich. Trotzdem ist es mir lieber, ich habe die Verantwortung, falls irgendetwas schieflaufen sollte. Der Grund für mein Gespräch mit Ihnen ist ein sehr persönlicher, Herr Rombach. Ich habe eine dringende Bitte an Sie. Die Waldbesitzervereinigung hat mich eingeladen, einen Vortrag zu halten zum Thema Rationalisierungsmöglichkeiten in der Waldwirtschaft. Tja, jetzt ist mir mein Knie dazwischen gekommen. Meniskus, wahrscheinlich zu viel Squash gespielt, muss operiert werden. Genau an dem Tag, an dem ich mein Referat halten sollte. Das tut mir sehr leid für Sie. Ja, also wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann. Das können Sie. Halten Sie das Referat für mich. Ich? Also ich weiß nicht, Herr Wilke. Referate halten, das ist nicht gerade meine Lieblingsbeschäftigung. Meine auch nicht. Aber irgendjemand, der kompetent genug ist, muss dieses Referat halten. Da haben Sie ausgerechnet. Dann. Mich. Naja, also schön. Wenn Sie keinen anderen finden können. Na wunderbar. Hier ein paar Gedanken zum Thema. Nehmen Sie sich daraus, was Sie gebrauchen können. Die Zahlen sind alle auf dem neuesten Stand.
Ja, dann ich rufe Sie dann an, wenn ich das durchgelesen habe. Tun Sie das. Und danke, dass Sie für mich einspringen. So, Rika. Die Mini ist für dich, für deine Sammlung. Hui, dieser süß, danke. Bitte. Peter, das habe ich dir mitgebracht. Voll geil, Andrea. Und ich, hast du für mich nichts mitgebracht? Oh, da wollen wir doch mal gucken, ob für dich noch was übrig geblieben ist. Ich will mal die Fotos ansehen. Von mir aus, wenn es dich interessiert. Ah, das ist für dich. Na? Den zeige ich gleich der Mama. Hier. Mama, Mama, schau mal, was ich hier habe. Ey. Habt ihr etwa geheiratet in Las Vegas? Boah, ich pack's nicht. Ist es wirklich wahr? Ja. Aber bitte tu mir den Gefallen und sag es noch niemandem. Warum? Weil ich es nicht will. Sollte doch eine Überraschung sein. Die ist dir gelungen. Bin mal gespannt, was Papa dazu sagt. Peter, bitte. Papa darf es auf keinen Fall erfahren. Das muss ich ihm schon selber sagen. Ich weiß nur noch nicht, wie. Du versprichst mir aber, dass du dicht hältst. Wird mir nicht leicht fallen. Aber die Sache ist gebonkt. Gott. Grüß Gott, Chef. Gott, Chef. Hat die Baumschule also Wort gehalten und geliefert? Ja, ja. Sie waren sogar pünktlich. Stimmt was nicht? Hm. Ich traue diesem Denning nicht so ganz. Und Eiche ist nicht gleich Eiche. Meinen Sie, er hat uns was untergejubelt? Vielleicht sehe ich ja Gespenster, aber zutrauen würde ich sie ihm. Und wenn er uns tatsächlich was untergejubelt hat, dann merken wir das erst in 20 bis 30 Jahren. Wenn die Eichen ausgewachsen sind. Ich kenne die Tricks von solchen Leuten. Dem Herrn Leonard, dem haben sie vor x Jahren auch einmal Jungpflanzen untergejubelt, die dann gerade mal so Apfelbaum groß geworden sind. Ja, das war irgendeine Sorte, die für unsere Bodenverhältnisse hier nicht geeignet ist. Ja, und was soll man jetzt machen? Ja, ich würde sagen, Sie machen ganz normal weiter und ich sehe mich noch mal in der Baumschule um. Ich will da ganz sicher sein. Komm. Und wie ist Papa denn so drauf momentan? Wie meinst du das? Könnte er einen Schock ertragen? Du sag mal, ich muss mir doch keine Sorgen machen. Um dich und dein Baby? Nein, das ist alles in Ordnung. Sag du es ihr, Inge. Naja, also, Andrea und Tobias haben in Las Vegas geheiratet. Für $50 in einer Wedding Chapel. Nein, wirklich? Ja. Gratuliere. Ach, das ist ja eine tolle Überraschung. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen? Wir standen vor einer Heiratskapelle, sahen uns an, gingen rein und alles war in einer halben Stunde erledigt. Ja, aber das ist doch wunderbar. Was soll denn daran so schlimm sein? Ja, also ich nehme an, Martin wäre bei der Hochzeit seiner Großen gern dabei gewesen. Ach, ja, das stimmt allerdings. Er hat sich schon so gefreut, bei eurer Hochzeit der Brautvater zu sein. Eben. Mein Gott, jetzt ist es eben passiert. Andrea, es hilft nichts. Du musst es ihm sagen. Das ist mir schon klar. Aber ich weiß doch, wie sehr ich ihn verletzt habe. Ich kenne ihn doch. Soll ich mit ihm reden? Ist lieb von dir. Aber in den sauren Apfel muss ich schon selber beißen. Das bin ich ihm schuldig. Ich muss dir was zeigen. Guten Appetit, die Damen. Schau mal, das ist von André. Hallo, das hat sie mir mitgebracht. Und grüß dich, Papa. Grüß dich. Oh, das ist ja toll. Guck mal da drauf. Hm? Oh.
ist denn hier los? Das ist ja eine besonders freundliche Begrüßung. Oh, wir sind nur ein bisschen müde. Es waren besonders anstrengende Tage. Aber du siehst auch nicht gerade aus, als ob du die ganze Welt umarmen möchtest. Das ist nur der übliche Ärger. Florian, holst du mir mal ein Bier? Mach ich, Papa. Ach, dass die Menschen heutzutage nicht mehr ehrlich miteinander umgehen können. Ich habe gerade mit einer Firma zu tun, die mich wahrscheinlich betrogen hat. Aber das muss ich erst mal nachweisen. Seid mir nicht böse, aber ich möchte mich noch ein bisschen hinlegen. Die Zeitverschiebung macht mir zu schaffen. Ihr geht's doch gut, oder? Ja, ja, sicher. Nur wenn man schwanger ist, dann ist man noch dauernd müde. Oh, danke schön. Wie war's denn heute im Kindergarten? Gut, ich habe ein Ritterbuch gemalt. Willst du sie sehen? Ja, natürlich. Was kann ich für Sie tun? Ja, grüß Gott, ich suche eigentlich Ihren Chef, Herrn Denning. Der ist momentan nicht da. Aha. Sagen Sie, wo ziehen Sie eigentlich Ihre Pflanzen auf? Wieso wollen Sie das wissen? Ach, das ist ein rein berufliches Interesse. Ich bin mit den gelieferten Eichenpflanzen sehr zufrieden und ich möchte vielleicht noch mehr bestellen. Ihre Preise sind ja geradezu sensationell. Wie machen Sie das bloß? Keine Ahnung. Für die Kalkulation bin ich nicht zuständig. Da müssen Sie schon den Chef fragen. Und was die Eichen angeht, da haben wir keine mehr da. Alles gestern ausgeliefert. Schade. Ja, dann vielleicht ein andermal. Wie war nochmal gleich Ihr Name? Rombach. Chef, da hat sich ein gewisser Rombach nach unserem Pflanzmaterial erkundigt. Nein, natürlich nicht. Die Lieferung war noch nicht da, müsste aber jeden Moment eintreffen. Nein, der ist schon wieder weg. Okay. Ah, hallo, Andrea. Hallo, Papa.
Ich möchte mit dir sprechen. Gehen wir ein Stück? Was ist denn los? Ich muss mir doch keine Sorgen machen. Nein, uns beiden geht's gut. Na komm. Papa? Du hast mich doch gern, oder? Natürlich. Zweifelst du etwa daran? Nein. Ich will es einfach nur noch mal von dir hören. Natürlich habe ich dich gern, das weißt du doch. Du bist doch meine kleine Große. Hast du mich auch noch gern, wenn ich dir was gestehe? Um Gottes Willen, Andreas, irgendwas passiert? Ja, was ist denn? Und sag schon. Eigentlich nichts Schlimmes, Papa. Es ist nur... Tobias und ich... Wir waren doch in Las Vegas. Ja, und? Komm, du lass dir doch nicht jedes Wort einzeln aus der Nase ziehen. Wir haben dort geheiratet. Auf die Schnelle. Willst mich auf den Arm nehmen? Nein, Papa, es stimmt. Wir haben uns ganz spontan dazu entschlossen, ohne lange darüber nachzudenken. Ich habe immer gedacht, wir haben ein besonders gutes Verhältnis. Du hast doch früher auch mit mir immer darüber gesprochen, wenn du irgendwelche Probleme hattest. Aber ich hatte ja kein Problem. Wir haben das einfach getan, aus einer Laune heraus. Bitte sei mir nicht böse. Andrea, ich bin dir nicht böse. Ich bin enttäuscht. Weißt du, enttäuscht darüber, dass du ein Problem hattest, mit mir darüber zu reden. Habe ich es dir irgendwann einmal schwer gemacht, mir die Wahrheit zu sagen? Auch wenn es weh tut. Ja, Herr Leonard, ich glaube, dieser Denning zieht seine Jungeichen mit ungarischen Futtereicheln auf. Und wenn er einen Engpass hat, dann importiert er von dort auch Schößlinge. Eine schwierige Geschichte. Den Eicheln kann man leider nicht ansehen, woher sie kommen. Haben Sie denn irgendwelche Beweise für Ihren Verdacht? Nein, mir ist nur eingefallen, dass Ihnen vor Jahren auch schon mal sowas passiert ist. Ja, das stimmt. Schon Ewigkeit her, es war vor ungefähr 20 Jahren. Da hat man mir junge Eichen aus dem Mittelmeerraum angedreht. Ja, nichts gegen Eichen aus dem Mittelmeerraum. Die haben dort einfach einen anderen Boden und andere klimatische Verhältnisse. Bei uns gehen sie entweder ein oder werden nicht mal 10 Meter hoch. Und dann sind sie höchstens noch als Papierholz zu gebrauchen. Was wollen Sie jetzt machen? Ich weiß es nicht. Ich bin ziemlich ratlos. Vielleicht hilft ein Schnaps. Danke. Ist noch was anderes? Das ist was Privates. So, ich glaube, ich werde mich dann wieder auf den Weg machen. In Privatsachen will ich mich nicht einmischen. Aber wissen Sie, meine Großmutter hat immer gesagt, wenn es Streit gibt in der Familie, muss man sich unbedingt noch vor dem Schlafengehen versöhnen. Ich habe mich immer daran gehalten und bin sehr gut damit gefahren. Danke. Nicht zu danken. Was machen Sie denn jetzt mit Ihren Schößlingen? 20 Jahre warten, ob Sie recht gehabt haben? Nein, ich werde in die Offensive gehen. Ich werde ein bisschen auf den Busch klopfen. Vielleicht habe ich ja Erfolg mit meiner Idee. Ich wünsche es Ihnen. Gute Nacht. Gute Nacht. Und denken Sie an den Spruch von meiner Großmutter? Ganz bestimmt. Andrea, ich bin's. Darf ich reinkommen? Also, Papa, wenn du Andrea suchst, die ist nach München zurückgefahren, zu Tobias. Ach. Und warum hat sie irgendwas gesagt? Nö, sie war irgendwie traurig.
San hat gesagt, dass es wegen ihrer Schwangerschaft ist. Ich verstehe einer die Frauen. Du bist noch wach? Ja, ich konnte nicht schlafen. Wegen Andrea und mir? Mhm. Ich weiß, ich war ziemlich... Ja, wie soll ich sagen, ziemlich enttäuscht von ihr. Genau das hat sie befürchtet. Da kann ich auch nicht helfen. Sei nicht so hart. Ja, was heißt hier hart? Schau mal, da erzählt mir meine Tochter vor ein paar Wochen freudestrahlend, dass sie und Tobias heiraten werden. Ich freue mich auf eine schöne Hochzeit. Und dann kommt sie aus dem Urlaub zurück und sagt mir, tut mir leid, wir haben das alles mal so eben im Schnellverfahren durchgezogen. Na, wenn es Ihnen Spaß macht. Andrea hat geheiratet, nicht du? Ja, natürlich. Ich verstehe nicht, warum sie nicht vorher mit mir darüber gesprochen hat. Wahrscheinlich hat sie kein Vertrauen mehr zu mir. Kannst du Andrea nicht so akzeptieren, wie sie ist? Ja, sicher. Ich wollte ja auch noch einmal mit ihr reden, aber da war sie schon weg. Als ob ich nun für ewig mit ihr böse wäre deswegen. Schade. Weißt du, es tut dir wirklich leid. Das quält sie schon, seitdem sie aus Amerika zurück ist. Das ist ja wieder mal typisch. Hier scheint ja jeder Bescheid gewusst zu haben darüber, nur der blöde Vater nicht. Ach komm, nur ärger dich doch nicht. Ärger mich ja nicht. Ach ja, übrigens, ich muss ab morgen Abend für 3 Tage in Regensburg sein. Ich muss den Wilke vertreten auf einer Tagung. Ach, schade. Du wolltest doch mit Florian fischen gehen. Oh. Naja, das holen wir nach. Ich sag's ihm morgen beim Frühstück. Komm. Wird sich schon alles wieder einrenken, hm? Ich weiß überhaupt nicht, was ihr habt. Deine kleine junge Frau braucht etwas Verständnis. Und keine Vorhaltungen von dir, Tobias. Ich habe alles in die Wege geleitet, um unseren Ausrutscher von Las Vegas wieder gut zu machen. Wir heiraten eben kirchlich. Und zwar gleich übermorgen. Was? Natürlich. Früher oder später wollten wir das sowieso machen. Aber du kannst doch nicht einfach, ohne mich zu fragen... Wieso nicht? Wir sind uns doch sonst immer einig. Soll ich vielleicht einen Moment rausgehen? Nein, nein. Bitte bleibe ruhig sitzen. Dann kannst du mir vielleicht helfen, Andrea davon zu überzeugen, dass das das schönste Versöhnungsgeschenk für ihren Vater ist. Wir laden einfach alle Leute am Wochenende zur Hochzeit ein. Und ich habe auch schon fast alles arrangiert. Du hättest Manager werden können. Ja, aber es handelt sich doch um die Hochzeit, um den schönsten Tag im Leben. Eben. Ja. Aber dass du das sagst, wundert mich wirklich. Wieso? Ich habe doch immer an die Liebe geglaubt. Ein bisschen romantisch bin ich auch. Ja, aber wie sollen wir in 2 Tagen ein süßes Hochzeitskleid für dich erfinden? Ich habe den Pfarrer besorgt, der uns in 2 Tagen trauen wird. Da kriegen wir das mit dem Kleid auch noch hin. Was für ein Pfarrer? Pater Ignatius vom Kloster. Ja, und wo soll die Hochzeit stattfinden? Etwa auch im Kloster? Nein. Andrea weiß genau, wo sie stattfinden wird. Ja, stimmt. Ich weiß genau, wo sie stattfindet. Du weißt es auch, Inge. In der kleinen Kapelle. In der kleinen Kapelle, in der Justus und ich geheiratet haben. Sie hat dir doch Glück gebracht, oder? Sieh mich doch an. Sehe ich unglücklich aus? Guten Tag, Herr Rombach. Grüß Gott, Herr Denning. Kann ich Sie einen Moment sprechen? Ja, ich bin zwar mitten in der Arbeit, aber bitte. Brauchen Sie neue Pflanzen? Nein. Wissen Sie, was das ist? Ja. Eine Eichel? Was ist damit? Sie stammt aus der Lieferung, die Sie gestern bekommen haben, aus Ungarn. So? Und woher haben Sie die? Oh. Sie ist mir zufällig vor die Füße gekullert. Aber ich habe diese Eichel untersuchen lassen und das traurige Ergebnis,
Es ist eine Futtereichel. Und was eine Futtereichel ist, das muss ich Ihnen ja wohl nicht sagen. Sie ist gut für die Schweinezucht, aber nicht für die Aussaat, um damit Pflanzen zu ziehen. Diese Eichel können Sie überall herhaben. Ja, das ist richtig, ja. Aber wollen Sie das wirklich riskieren, dass sich die Staatsanwaltschaft dafür interessiert, dass es möglicherweise zu einem Gerichtsverfahren kommt? Herr Denning, ich habe kein persönliches Interesse daran, Ihre Firma zu ruinieren. Ich weiß, die Konkurrenz ist hart und ich weiß auch, dass Sie bestimmt nicht der Einzige sind, der mit nicht ganz legalen Methoden versucht, seinen Verdienst zu vergrößern. Aber für dumm verkaufen lasse ich mich ungern. Was ist eigentlich? Wollen Sie mir drohen? Nein, ich will Ihnen nicht drohen. Ich will nur, dass Sie Ihrer Kundschaft in Zukunft wieder beste Qualität anbieten. Ja, wir müssen ja nicht gerade Freunde werden, aber... Also, eine Drohung ist es nicht, das ist eher ein Angebot. Ja? Und weiter? Weiter? Gar nichts weiter. Ach so, dass Sie mir 1000 neue, absolut einwandfreie Eichenpflanzen liefern, das ist ja wohl selbstverständlich. Einverstanden. Aber von heute auf morgen geht es nicht. Das kann ich verstehen. Sie müssen sie ja schließlich irgendwo auftreiben. Aber bitte nicht in Ungarn. Wiedersehen. Ja, komm sofort. Die Kutsche ist wirklich besonders schön. Ja, wenn Sie mal fahren wollen damit. Kein Problem, Herr Rombach. Diesmal hat ein Herrchen ganz schön hochgepokert. Aber ich habe recht gehabt. Hallo, Papa. Hallo, Rita. Fährst du weg? Ja, ich muss übers Wochenende zu einer Tagung nach Regensburg. Kümmerst du dich inzwischen ein bisschen um Ecke? Klar, mache ich. Das lieb. Martin, gut, dass du noch da bist. Ja, was gibt's denn? Martin, ich will nicht lang drum herum reden. Deine große Tochter heiratet morgen. In unserer Kapelle, du weißt schon. Was? Das gibt's doch nicht. Nein. Doch, doch, das kannst du mir schon glauben. Ich komme doch gerade aus München. Und mache sozusagen den Hochzeitslader. Warte, Andrea. Martin, was hast du denn vor? Das hat Andrea nur deinetwegen so Hals über Kopf gemacht. Ach, jetzt bin ich wahrscheinlich wieder an allem schuld. Also sagt Andrea bitte von mir schöne Grüße. Und leider könnte ich die Tagung so kurzfristig nicht mehr absagen. Also Martin, das kannst du ja doch nicht antun. Danke. Inge! Hallo! Justus! Es noch geschafft. Ja, ich hatte Glück. Ich habe gerade noch den letzten Platz im Flugzeug bekommen. Sag mal, was macht denn die Andrea für Sachen? Ja, nicht richtig, Justus. Jawohl. Wir sind auch ganz aus dem Häuschen. Eine Heirat und noch dazu so kurzfristig. Ich habe natürlich für Verschiebung plädiert. Mit den beiden ist auch nicht zu reden. Andrea ist noch sturer als ihr Vater. Von wem die Rombach das wohl haben. Ja. Und wo soll das große Ereignis stattfinden? In der Kapelle, in der wir geheiratet haben. Was? Ja, erinnerst du dich noch, Justus? Ja. Aber du weißt noch nicht alles. Du lieber Himmel. Jetzt sag bloß, es ist noch mehr passiert. Ja, das kann man wohl sagen. Soll ich dir alles erzählen? Ich bestehe darauf. Komm. Also. Na, das kann ja heiter werden. 50 Gäste und einen Tag Vorbereitung. Das kriegen wir schon hin. Irgendwie. Du Optimist. Immer. Nicht zu sehen von Papa. Wo bleibt er denn? Er hat gesagt, er tut, was er kann. Aber wenn er nicht wegkommt? Er ist immer noch böse auf mich. Mhm. Bestimmt. Nein, das glaube ich nicht. Er war doch nie nachtragend. Ja, ja, das kann ich bestätigen. Damals in der Schule habe ich ihm ständig das Pausenbrot weggegessen. Er hat mich trotzdem abschreiben lassen. Kinder, wir müssen. Wir kommen ja sonst zu spät. Und wenn er doch noch kommt? Aber er weiß doch, wo die Hochzeit stattfindet.
Könnt ihr denn nicht schon mal vorfahren? Wie? Ich stehe allein ohne Braut vor dem Altar? Das kommt überhaupt nicht in Frage. Ja. Und ich dachte schon, du kommst nicht. Warum soll ich denn nicht kommen? Ich habe meiner Großen mal versprochen, dass ich sie zum Traualtar führe. Sonst lasse ich mir nicht entgehen. Ja, was ist denn? Komm, steigt ein. Brautpaar. Ihr seid zur Feier der Hochzeit in die Kirche gekommen, weil ihr mit Gottes Hilfe euren gemeinsamen Lebensweg gehen wollt. Als Christen bekennen wir uns zu diesem Weg Jesu, der euch schon in der Taufe in seine Nachfolge gerufen hat. Nun will er eure Liebe segnen. So beginnen wir diesen Trauungsgottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.